So, weiter geht's gegen den Polen. Ich denke, wir schalten es sogar noch ein Stückchen weiter rauf. Wir können ja dann immer Pause reinmachen. Wir müssen nur aufpassen, was das Transportschiff hier macht. Weil ich habe was dagegen, dass das dann zurückfährt. Das muss dann die dritte Armee gleich mitnehmen. Jetzt müssen wir mal schauen, sollen wir denen irgendwas geben? Ja, akzeptieren, Mensch. Weil, ne, das ist mir zu wenig. Aber wenn ich Geld kriegen kann, gut so. Ja, hopp, akzeptieren. Ich mache Minus ohne Ende. Nee, das ist mir zu wenig. Chile, ja, okay. Weil, wie gesagt, Nachschub produziere ich. Pervers viel brauche ich nicht. Liberia, vergiss es, du gehst dann sowieso zu den Alliierten. Das kannst du vergessen. Das ist mir zu niedrig. Venezuela ist okay, akzeptieren. So. Aufpassen, was eben mit dem Transportschiff ist. So, stopp. Die dritte Armee, ab ins Transportschiff. So, jetzt habt ihr den Befehl Transport nach Königsberg. Was macht ihr jetzt mit der dritten Armee? Die transportiert er automatisch zurück, oder? So, wir machen die Pause rein. 17.000 Soldaten waren das hier. Holla, die Waldfee, aber er hat auch 7.000 verloren. Rocket-Artillerie haben wir geforscht, das ist schön. Das ist welche Schlacht? Die hier. Ah, wir wollen gerade hier weiter vor auf Zamosch mit denen. Glaube ich. Oder mit denen marschiere ich sogar bis Chelm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, die Leibstandarte und die ganzen Panzer hier marschieren zu. Ich würde sagen, da wir hier eh gleich Schluss haben, marschiert ihr mal hier hin. Was ist hier los? Ach, die Kampfgruppe Kämpf, verdammte Scheiße, die habe ich auch noch vergessen. Ihr müsst auch hier hin. Ja, und hier müssten wir uns mal schützen, weil wir verlieren sonst gleich dieses Gebiet hier wieder, wenn der da lustig ist und das wieder einnimmt. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Ja, Kampfgruppe Kämpf, ja, ist klar, die hat er Kämpf. Ja, richtig? Richtig. Ja, wird aber, glaube ich, später auch aufgerüstet zu einer Panzerdivision. Beziehungsweise, ich habe ja auch schon die Panzerdivision Kämpf irgendwo hier oben. Und da bin ich am überlegen, ob ich die dann da ist. Ob ich die dann im Kampf gebe vielleicht. Oder der ist zu gut und ich möchte dem lieber einen Kansas Corps geben, müssen wir schauen. Ja, jetzt erstmal kriegt er das eben, die Kämpf. Zeig mal, was ist denn der? Ne, der ist eigentlich nur Generalmajor, eine Fähigkeit von 2. Gut, da kann dann die Panzerdivision Kämpf kriegen. So, jetzt wird er erstmal vorgeschickt. Hier wird auch alles vorgeschickt, das ist in Ordnung. Ihr transportiert gerade automatisch nicht die zurück. Warum? Hä? Doch, die müsst ihr drin haben. Ja, habt ihr nicht? Wo ist denn jetzt die Scheiß? Wo ist denn jetzt die dritte Armee? Du willst mich doch jetzt verarschen gerade, oder? Wo hast denn die jetzt hingesteckt? Jetzt geh mal hierher, dass ich mir das angucken kann. So, wo ist die dritte Armee? Immer noch in Königsberg. Ich denke, die habe ich weggeschickt. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Im baltischen Geschwader kann es ja wohl nicht sein. Na, wir lassen jetzt mal zurückfahren. Notfalls müssen wir da nachholen. Was soll's? Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ach ja, haben wir noch die 227. Rheinisch-Westfälische. Warum die dann nur so ein hässliches Ding hat und nicht automatisch durch den Stab verbessert wird, weiß ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht, aber okay. Wir könnten aber dann nach Straßburg-Westpreußen gehen eigentlich. Würde ich fast sagen. Los. Machen wir das noch. So. Ansonsten, wie gesagt, Krakau haben wir gleich. Sind wir gut dabei. Kommt am 12. September an. Okay. Werden wir schon mit leben können. So, und ihr versucht jetzt langsam mal hier nach Ding reinzukommen. Was ist mit euch? Ihr marschiert mal hier vor, bitte. Ja, ihr macht das auch. Das ist in Ordnung. Und ihr geht mal hier rein. Genauso wie ihr mal hier reingeht. Und ihr mal hier reingeht. Ja, du musst dann zur 62. Du bist eben der richtige Stab hier. Und ja, ihr müsst im Prinzip zur 50., die schon irgendwo ganz weit hinten wieder weiter in Kampfhandlungen verwickelt ist. Ah, hier ist sie. Naja, nicht so schlimm. So, dann marschiert ihr hier rein.
52. auch. Und die 49. kann mal hier rauf. Ja, und ihr marschiert auch mal da rein. Das 11. kann mal davor. Du gehörst zum 11., du kannst hier hin. So. Und dann schauen wir mal, was jetzt die nächsten Sachen sind, die passieren. Finnland mobilisiert, okay. Irgendjemand hat eine diplomatische Ausrichtung auf mich zu. Wo ist jetzt die 3. Armee? Immer noch in Königsberg. Du willst mich doch verscheißern, oder? Die muss doch eigentlich hier drin sein. Naja. Schauen wir mal. So, die Schlacht von Straßburg. Okay, die haben wir auch gewonnen. 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 Und weiter geht's. So, wo ist die 3. Armee? Angeblich immer noch in Königsberg. Das finde ich jetzt irgendwie scheiße. Und zwar richtig. Weil die ist jetzt verschwunden. Tja, weil wenn ich hier durchklicke, ist sie nirgendwo. Ihr Spaßvögel. Na, das finde ich toll. Das heißt nämlich, ich schnappe mir jetzt die halt nochmal. Nee, einfach nur einen Marschbefehl bitte. Danke. So, weiter. Das scheint der Zeit voraus zu sein. Ja, da wird ja auch langsam Zeit, dass wir hier noch ein bisschen was fertig kriegen hier. Das ist ja langsam richtig beschissen. Hier ist viel zu viel Rot drin. Allerdings, wenn ich mir das so angucke, ja, wird alles von der Crew, von der Marine trainiert. Allerdings halt erst 40 fertig. Schade. Jetzt könnten wir uns den Spaß machen. Uns einfach mal probieren. Und zwar, er könnte ja sogar die Flotten nehmen, ne? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich meine, die Kriegsmarine haben wir sowieso, die hat gar keinen Anführer. Also wir versorgen jetzt die ganzen Flotten erstmal mit Anführern, wenn die Moral dann so weit oben ist. Geh mal her. Und geben den Konvoi-Angriffsbefehle. Wer die jetzt kriegt, das ist mir so egal. Hauptsache es ist ein Seewolf. Da ist klar, das hat eine Kriegsmarine. Die ist noch gar nicht benannt oder überhaupt zugeordnet, weil das alles nur Ausbildung sind. Die gehen mir langsam ein wenig auf den Sack mit ihren Ausbildungen. Ja, das wäre die leichte hier. Da kann ja ein schlechterer rein. Aber sortiere trotzdem mal nach Rang. Wie wäre es denn mit dem Albrecht? Du hast ein Großkreuz. Bist damit fast das Marine-Oberkommando schlechte Erfahrung los. Gut, wie viel kannst du transportieren? 18 Schiffe, das sind aber keine 18. Wenn ich das richtig sehe. Wie viel sind denn das jetzt? Kann man das irgendwo sehen? Oder muss ich es... 13, ganz einfach, 13. Und warum ist die Torpedoflotte beschädigt und die Schwabenland? Was soll jetzt der Scheiß? Ach, ich nehme mal an, ich krieg hier strategische Bombardierung auf meinen Hafen. Ja, verdammte Axt. Deswegen. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja, die Schulflotte werden wir nicht verwenden. So, dann hätten wir hier die 3. U-Boot-Flotte los. Die ist... hat überhaupt niemanden. Finden wir vielleicht den los? Das ist mir eigentlich, ach, eigentlich ist es mir so scheißegal. Hauptsache, das ist ein Seewolf. Na, wollt ihr mich verarschen? Habe ich keinen Seewolf mehr? Ah, Kretschmer. Ach ja, den kennen wir. Den gab es sogar wirklich. Nein, dann nehmen wir ihn halt. Ist doch egal. Das ist wieder eine Ausbildung, die brauche ich nicht. Emsmann, die hat schon einen drin, ein Hartmann. Ja, ist Seewolf, sogar Seewolf 2, das ist in Ordnung. Hier haben wir wieder keinen. Irgendwo ganz unten noch den letzten vernünftigen, der Rest ist dann Schrott. Hartmann. Hier, das sind alles so Zusatzdinger, die bauen sie rein, damit man überhaupt genug hat, aber eben ohne Gesicht oder sonst irgendwas. Wobei das manchmal auch den Grund haben kann, dass das vielleicht... dass die vielleicht einen schlechten Ruf hatten. Wo
Wobei, der Heidrich ist auch mit Bild drin, ja. Reichsführer SS, Sicherheit, also bitte. Naja, egal. Ja, nehmen wir den Hartmann. Dann hätten wir hier die, das ist Rösing, da ist Seewolf 2 sogar. Dann hätten wir die 8, ist wieder eine Ausbildung. Interessiert mich nicht. Mark Brandenburg, die werden wir jetzt noch gar nicht zuordnen unbedingt, aber wir werden uns die Südhannover Braunschweig schnappen. Überragender Taktiker ist gut für Flottenkonzentration, aber wir müssen ihn befördern. Weil, ja, er braucht den Befehl für 30 Schiffe, in Ordnung. Dann haben wir eben hier, ach, hier hätten wir noch die 9. U-Boot-Flottille, die könnten wir sogar noch zuordnen. Wir haben zwar jetzt keinen vernünftigen Seewolf mehr, aber irgendeinen werden wir schon noch haben hier. Jetzt ist die Frage, welchen nehmen wir denn? Ja, Flottenkonzentration brauche ich ja nicht. Wichtig wäre ja eigentlich Aufklärer, wäre vielleicht Erkennungsschon. Ach so, der hat aber keinen Seewolf. Ach verdammt. Blockadebrecher. Nehmen wir einen Blockadebrecher. Dann haben wir die München Oberbayern. Auch da müssen wir einen nehmen, der am besten so dieses Flottenkonzentration hat, aber die haben alle mittlerweile beschissene Fähigkeiten, um die zu befördern, ist deswegen blöd. Der hat das Kriegsverdienstkreuz. Tja, viel mehr bleibt mir ja gar nicht übrig. Einen Aufklärer könnte ich noch nehmen. Dann nehmen wir halt den Gladisch. Ich habe wenigstens Zweierfähigkeit. Los. Der ist Admiral. Ja, passt. Okay, das hat der Schulze. Das ist in Ordnung. Die sind wir verwendet. Alles klar. Hier hätten wir dann noch die 13. U-Boot-Flottille. Ja, ich habe noch genug U-Boote. Ja, langsam mal vorbereiten auf einen U-Boot-Krieg hier. Dann schicken wir halt mal den Frei da rein, was soll's. So, die Flotte Weser-Ems von mir aus der hier. Taugt zwar nichts, aber egal. Dann. Nee, das hat mich jetzt weniger interessiert. Okay, das ist so ein kleines Nervgeschwader nur, da ist es egal, da können wir irgendeinen kleinen nehmen. Der aber vielleicht, entweder wäre es gut ein Aufklärer oder Flottenkonzentration. Na, wobei die Flottenkonzentration ist bei dem ja scheißegal. Ist ja Quatsch. Na, ein Aufklärer. Nehmen wir doch einen Aufklärer. So, maximaler Befehl. 12 Schiffe, das reicht ja. Es sind nur 7. Das ist doch in Ordnung. Dann hätten wir hier noch die 12. U-Boot-Flotte. Versorgen wir die auch noch schnell mit dem Kommandeur. Ja, wozu braucht der überragender Taktiker? Das ist Quatsch. Ich brauche einen. Einen reinen Seewolf eigentlich. Vielleicht ein Blockadebrecher, okay. 13. Die haben wir drin. Weser-Ems dann eben auch. Okay, das war's. Ja, dann warten wir, bis die Moral ganz oben ist. Währenddessen gucken wir, was hier in Polen passiert. Ob wir hier langsam mal vorwärts kommen. Krakau, jawohl. So, wir sind also fast drinnen. So, hier marschieren wir rein. Das ist in Ordnung. Dass wir mal auf Litzmannstadt zukommen. Ja, meine Artillerie, die wird nicht mehr ankommen, um da zu unterstützen. Schade. Pech gehabt. Ich würde ja fast sagen, ja, euch brauche ich eben überhaupt nicht. Ihr werdet später umbenannt wahrscheinlich. Aber ihr könnt ja mal da reinkommen, das schafft ihr schon. Und ihr könnt auch mal da rein. Ja, ihr von mir aus auch. Dann haben wir da zwei drin. Ihr geht mal hier rein, ihr geht mal hier rein, dass wir einfach mal ein Stück vorwärts kommen. So, Kempf marschiert mit zu. Danzig werden wir jetzt hoffentlich gleich mal haben. Es nervt langsam. Ja, leider halt die strategische Bombardierung. Später, wenn ich dann mit U-Booten anfange, dann eben auch die ASW-Kriegsführung, die mir auch wieder Minuspick gibt. Ja, ich nehme an, das ist jetzt auch voraus, klar. Ja, dann machen wir das gerne sofort raus, dass hier vielleicht noch irgendwas eine andere Chance hat, reinzukommen. Was wichtiger wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke auf Luft, hier, da sind wir gerade so bei 1940, bei den Abfangjägern und Mehrzweckjägern, die Organisation, der Rest ist alles noch, gut, ganz schlimm sind die Fallschirmjäger, die weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt schon gestartet haben, die sind noch auf 18er Status. Also bis 1940 bräuchte ich die eigentlich schon auf 39er Status mindestens. Jetzt gucken wir mal Airborne Training. Ne, ich suche Airborne Assault Tactics eigentlich. Logistical Strike, Handelsschiffrumpf. Nee, dann habe ich die schon irgendwo oben, aber wo?
Airborne Command and Control. Nee, ich suche Airborne Assault Tactics. Wo ist der Mist? Das ist wahrscheinlich vor allem für die Flieger, ne? Ja, die Luftlandung, Effizienz. Ja, das wollen wir schon höher haben. Aber wo ist es? Ich find's nicht. Arctic Amphibious. Bla bla bla. Armor. Homefront. Nein, alles falsch. Mountain. Ja, sag mal, bin ich so blöd? Wo sind denn die Airborne Assault Tactics? Ich find die nicht. Die würde ich jetzt schon ganz gerne noch eher an die Spitze stellen. Sag mal, die müssen doch hier irgendwo dabei sein, weil das ist ja das, was Luftwaffe ist hier. Tö. Das finde ich ja jetzt mal irgendwie nicht so witzig. Mal ganz ehrlich. Airborne Assault Tactics, das ist es. Okay, wird aber im Dezember auch noch fertig. Müssen wir danach gleich wieder an die Spitze stellen, dass es möglichst schnell noch wenigstens auf, naja, 36er, 37er Status kommt. Weiter. Ja, wir werden angegriffen. Oh, unser HQ wird angegriffen. Nee, er greift an mit einem HQ. Du bist ja intelligent. Richtig intelligent. Wieso greifst du eine Kampfdivision an mit einem Unterstützungs-, mit einem HQ-Einheit? Du bist ein Idiot. Naja, viel Spaß dabei. Da wissen wir nicht, was es ist, aber so wie das klingt, würde ich sagen, das sind irgendwelche Motorisierten. Naja, tolle Idee. Es sind eh hoffnungslos unterlegen gegenüber uns. Jetzt ist nur die Frage, ich brauche bestimmt mehr Verstärkung. Nee, es geht eigentlich. Ist alles in Ordnung im Moment. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Das heißt nämlich, ja, hier bauen wir, wie gesagt, die Geschwader sind schon fertig. Wir bauen nur noch die Flugzeugträger. Die werden aber alle noch fertig. Weil ich sag mal so, im April, entweder 22. April oder 22. Mai 1942, werde ich dann den Russen cashen. Oder mal anfangen. Das dauert, bis ich da soweit bin. Ja, Luftgeschwader. Im Prinzip bräuchte ich noch viel mehr Jagd- und Bombergeschwader, um überhaupt eine Chance zu haben, schätze ich mal. Tja. Tja. Also würde ich sagen. Was, darf ich nicht? Wieso darf ich nicht? Bist du jetzt bekloppt? Wieso darf ich die Produktion nicht starten? Hast du einen Knall? Ach, darf ich nicht mehr haben, oder was? Was soll denn der Mist jetzt? Ja, Zerstörer, das sind so Langstreckenjäger. Die brauche ich dich dann höchstens, um zu unterstützen in Großbritannien. Wäre aber vielleicht auch eine Idee. Darf ich die wenigstens bauen? Nee, ich darf im Moment überhaupt nichts bauen. Warum nicht? Sag mal, bist du dumm? Ich mache überall Plus und darf nichts starten? Willst du mich verscheißern? Das dürfte ich auch nicht. Sag mal, darf ich nichts mehr bauen oder was? Was soll das? Habe ich dir schon mal aufs Maul gehauen? Was soll der Mist? Wie sieht's mit taktischen Bombern aus? Darf ich auch nicht. Toll. Ganz toll. Was fehlt mir jetzt dafür, dass ich das machen darf? Vielleicht? Weil es wäre ganz schön, noch mal ein bisschen was zu bauen. Na, Wolframhammer. Ach, habe ich den. Moment, ich habe den Spanier drin, ne? Hey, cool. Ah, durch den habe ich Wolfram. Das ist schön. Das ist very nice. Kautschuk habe ich durch Brasilien. Durch den Handel. Sehr nice. Alu habe ich selber und auch in, was ist das hier? Ungarn? Keine Ahnung, okay. Pferde habe ich selber und habe ich auch in, ja, wieder irgendwo, keine Ahnung. Antibiotika habe ich in Frankfurt, okay. Kugellager, in Schweinfurt, klar, logisch. Kugellagerfabrikation. Schiffswerft habe ich durch die Italiener.
Ölraffinerie habe ich durch den Rumänen, wobei das im Moment nur eine Handelsvereinbarung ist. Der ist ja noch nicht auf meiner Seite. Automobilwerk habe ich in Braunschweig, okay. Militärakademie gibt weniger Geld, aber Ausbildung von Offizieren habe ich in Potsdam und in nationales Spanien, in Toledo. Nationales Monument habe ich in Berlin und in Rom. Und Major Airbase, ja, die habe ich in ganz schön vielen. Deswegen Baugeschwindigkeit Luft schön niedriger. Aber warum darf ich gerade nichts bauen? Lass mich raten, Flotten darf ich auch keine mehr bauen. Nö, ich darf gar nichts bauen. Sag mal, was soll denn das? Naja gut, dann lassen wir es jetzt eben erstmal. Ich hoffe, ich darf dann später nochmal. Dann werden wir jetzt erstmal hier weitermachen. Wir werden mal wieder angegriffen. Piechotti, ja, das ist Infanterie, sieht man ja auch schon, es ist definitiv erkannt. Relativ viele, aber sind nur die Hälfte, also die werden es auch nicht schaffen. Ja, auch das ist Quatsch. So, wir sind in Krakau drin. Wir haben also unseren ersten Siegpunkt des Polens. So, jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir den noch kriegen hier. Naja, Lemberg wird auch demnächst fallen. Ja, komm, ein bisschen machen wir noch weiter. Wird halt wieder mal ein längerer Part, aber ich möchte noch ein bisschen was schaffen hier langsam mal. Aha, ja, aktivieren bitte, danke. Dass ich langsam auch mal eine richtige SS-Panzerdivision bauen kann. Wird's bald. Dass wir hier mal reinkommen auch. Wäre auch sehr nice. Wir werden angegriffen. Ja, komm, vergiss es einfach. Vergiss es. Ja, hier würde ich sagen, gehe ich mal hier rein, dass ich das los bin. Erstmal. Modlin werden wir uns erstmal sparen, aber hier gehe ich einfach auch mal rotzfrech rein. Genauso wie hier. Dann können wir langsam überall mal ein Stück vorrücken. Jetzt hoffe ich ja, dass ich langsam den in Danzig loswerde, weil der nervt einfach tierisch. Tja. Schön. Nicht. Die Schlacht von Danzig, na endlich. So, das heißt, jetzt wird gleich die Polenflotte hier rauskommen und dann kriegt meine baltische Flotte einen Arbeitsbefehl. Den Befehl haben sie ja schon, dann müssen sie halt raus. Weil die haben ja den Befehl abfangen. Nicht du. Aber ich suche ja immer noch die dritte Armee. Du bist echt witzig, wo ist die dritte Armee hin? Also das habe ich anscheinend falsch gemacht, ich hätte einfach warten müssen. Dann nehme ich sie eben jetzt von Hand, du blöder Idiot. Wenn du es vorher nicht kapiert hast. Gehen wir jetzt her, dritte Armee ist ja angeblich in Königsberg, ja, dann klatscht sie jetzt endlich auf die Flotte, danke, und transportier sie. Mein Gott, behindertes Mensch. Ich habe dir vorhin schon den Befehl gegeben, aber nö. So, was passiert jetzt hier? Sobald wir in Danzig reinkommen. Ah, wir haben hier wieder ein bisschen was verbessert, das ist schon mal schön. Wann kommen wir in Danzig an? Am 20.07. wollt ihr mich verscheißern? Alter, das kann doch einfach nicht sein. Ja, und da seht ihr, warum ich hier bis November brauche. Im Ahoi-Mod war ich hier schon dabei, den Kessel einzudrücken. Hier habe ich noch nicht mal ansatzweise angefangen. Das ist einfach der Hammer. Wie gesagt, man schafft es, aber es ist einfach ein Witz. Es ist einfach ein schlechter Witz. Naja. Meine ersten Panzer kommen auch langsam durch. Gut. Wir haben eine nationale Entscheidung verfügbar, die heißt Division 39. Was ist das jetzt schon wieder? Ach so, Großdeutschland, natürlich. Mach mal. Infanteriedivision Großdeutschland. Wo ist die jetzt? Ach Junge. Hier, Großdeutschland. Infanterieregiment ist es ja okay, aber ist ja wurscht. Motorisierte Artillerie. Euch würde ich sagen, knall ich auch erstmal an die SS mit ran. Auch wenn er da eigentlich nicht hingehört. Panzergeneralkommando. Und dann marschiert er eben mal dahin. Tja, jetzt wäre es echt nice, wenn hier langsam was passiert, aber wie gesagt, im Black Ice passiert da lange nicht so viel. Es geht überhaupt nicht gut. Tja, was soll's.
Schlacht von Danzig, ja, das wissen wir ja mittlerweile. Es wäre jetzt langsam mal Zeit, da reinzugehen. Ihr kommt wenigstens am 17. an, das ist ja immerhin was. Ja, und so lange macht er eben immer wieder Gegenangriffe. Was ist jetzt hier mit euch? Genau, abfangen. Habt ihr einen Befehl? Ihr wartet, okay. So, gleich wirst du angreifen. Danzig ist meins, jetzt greift er an. Jetzt ist er raus. Polnischer Korridor. Deswegen habe ich jetzt höhere Flottenorganisation, besseren Nachschubdurchsatz. So, und hier kämpft man gerade gegen die polnische Flotte. Naja, vergiss es. Boom, boom, boom. Okay, wir greifen ihn nochmal an anscheinend. Nein. So, unsere Truppen werden angegriffen. Das interessiert im Moment niemanden. Interessant wäre jetzt langsam mal, ob wir hier durchkommen jetzt. Ja, gut. Ich schicke euch nach Danzig, damit ich hier mal Schluss machen kann, das Ding ausräumen. Oh, shit. Ja. Das war nicht so gut. Also ihr müsst mal schleunigst hier hin. Und ihr müsst mal schleunigst hier hin. Und ihr geht mal schleunigst hier hin. Laskowitz kann mir durchaus passieren, dass ich verliere. Wenn der hier runter geht. Dass er mir das wieder nimmt. Naja, das werden wir gleich wissen. Interessanter wäre es langsam, ob wir hier endlich vorwärts kommen. Also Krakau Hammer. Wir machen also jetzt noch Folgendes, bevor ich den Part jetzt beende. Ah, wir haben wieder noch was geschafft. Und wir haben Landlease-Request von Sowjetunion. Bitte was? Also das kannst du vergessen, oder? Habe ich was davon? Ich meine, ich kann im Moment sowieso nicht produzieren, also bitte akzeptieren. Wie sieht es jetzt aus mit der Produktion? Was ist denn jetzt los hier? Warum darf ich nicht? Jetzt probieren wir es nochmal. Division. Ich darf nicht. Ich darf nicht starten. Das ist doch ein Witz. Was soll denn jetzt der Scheiß? Weil so komme ich natürlich nicht weiter, ne? Weil ich habe gedacht, ich produziere jetzt noch weiter. Aber anscheinend ab Kriegsausbruch darf man nicht mehr produzieren oder was? Bis wann? Ja, möchte ich gar nicht wissen. Hat man erstmal das Verbot. Weil ich zu viel schon habe oder was? Ey, kannst vergessen, das hilft mir eh noch nicht. Blöder Wichser. Entschuldigung. Na, ist ja toll. Das wird ja ganz klasse. So, jetzt machen wir Folgendes. Ihr marschiert mal dahin. Ach so, das wird natürlich nichts. Dann marschiert er eben dahin. Und dann marschiert ihr hierhin. So. Dass wir das nicht verlieren nach Möglichkeit. Zumindest nach Möglichkeit. Gut, hier sind wir drin. Dann könnten wir langsam mal anfangen, erstmal euch hier hinzuschicken. Euch hier hin. Dann können wir nämlich das hier ausräumen. Euch schicke ich einfach mal hier hin. Ist ja dasselbe, ne? Ja, ist dasselbe. Dich schicke ich einfach mal hier hin. Ja. Tja. Läuft nicht so gut, würde ich sagen. Ihr holt euch jetzt mal das, dass da mal Ruhe ist. Und die Leibstandarte kann eigentlich gleich mal den Auftrag kriegen nach Brest-Litowsk. Und da fehlen mir leider noch die erste und zweite. Die sind da hinten noch im Anmarsch erst. Schade. Ja, marschiert mal dahin. Dann macht es erstmal die Leibstandarte alleine. Ach, jetzt haben sie es auch noch abgelehnt. Sie wollen den scheiß Leihenpachtvertrag haben und lehnen es ab. Ihr seid mir ein paar Vögel. So ein Schwachsinn. Ja, dass wir gewinnen, das weiß ich schon. Interessanter wäre jetzt langsam mal, ob wir endlich mal Boden gewinnen. Meine Fresse. Ja, okay, hier kommen wir vorwärts. Hier geht gar nichts. Also wir sehen schon, ne, der hat hier richtig viel mehr stehen. Der Russe fängt übrigens auch an. Geht jetzt von Osten rein. Tja. Läuft nicht gut. Wir haben über die Mitte von September schon. Wir haben nicht mehr den 15., wir haben schon den 18. Und besonders viel erreicht haben wir nicht. Also man sieht im Gegensatz zum Ahoi schon mal einen krassen Unterschied. Ich bin gespannt, wie das dann mit der Schweiz hier läuft. Wie gesagt, ich könnte Glück haben, dadurch, dass ich eben diesen absolut
geilen Fritzen hier rein habe. Ja, das erste Korps hat eben auch ein ganz guter Gebirgsjäger, der Dietl. Vorteil ist, dass ich glaube auch ein paar von denen, die ich da hingestanden habe, Winterspezialisten sind. Auch in den Divisionen dann. Das ist natürlich gut, weil wir werden ja im Winter angreifen. Und selbst wenn wir nicht im Winter angreifen, hier ist immer Winter. Weil da sind wir so auf 2.000 bis 3.000 Metern, da liegt Schnee. Und da ist es scheißegal, sogar wenn ich im August angreifen würde, liegt da Schnee. Zumindest auf den Gipfeln. Naja, was soll's. Jo, mal bis hierhin. Bewegung sieht ganz beschissen aus. Schlachten, gewinnen, kein Problem, mache ich schon. Ich komme hier vorwärts, aber vom Geländegewinn, ganz schlecht. Ja, ich müsste dann beim nächsten Mal langsam mal die Infanterie nachziehen, dass ich hier überall reinkomme, dass alles, was hier noch auf freundlichem Gebiet steht, alles mal hier rein, zack, 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 zack. Ja, und dann hier langsam mal versuchen, hinterherzukommen. Aber wie gesagt, also es wird definitiv Oktober. Und jetzt habe ich diesmal schon relativ gut gestartet, hier unten mit 3 Panzerkorps. Normalerweise gehe ich da nur mit 2 vor. Dementsprechend dauert es auch nur bis Ende November. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja mal Anfang November. Wäre ja ganz nice. Ich hoffe, dass mir der Herr Russe hier nicht zu viel nimmt. Was heißt zu viel nimmt? Der kriegt das eh noch alles. Aber ich möchte eben den ganzen Scheiß haben. Jo, meine Leute kriegen ein wenig Erfahrung. Klar. Die kriegen halt auch nur Erfahrung, wenn es wirklich ein Kommandeur ist. Deswegen ist es saudumm, eine Division wie die zum Beispiel. Warum hat die keinen Anführer? Ja, weil der bestimmt irgendwo anders hingekommen ist, den ich da reingestellt habe. Wenn die ohne Anführer angreifen. Weil dann haben sie keinen Erfolg. Dann haben sie keinen, kriegen sie keinen Bonus. Den kriegt man nur, wenn man eben wirklich mit einem Anführer angreift. Der hat zum Beispiel schon wieder jetzt ein bisschen Erfahrung gekriegt. Wie das 50% mehr auf alles. Ganz nett. Und hier gar 5% mehr auf Militärverdienstorden. Also echt ganz, ganz schön. Funktioniert schon. Aber naja. Warum die jetzt ohne Anführer ist, naja, das mache ich dann offscreen oder kurz bevor ich dann den nächsten Part starte. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir noch brauchen. Dann erstmal bis hierhin jetzt. Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir hier noch weiterkommen. Also Geländegewinn, es ist faszinierend. Wenn ich sehe, 18. September, da war ich beim letzten Mal schon kurz vor Lodz. Da hatte ich Krakau, da hatte ich Lemberg, da habe ich glaube ich sogar schon Brest-Litovsk gehabt. Das hatte ich nämlich alles schon um den 9. oder 12. rum. Und hier? Nix. Aber man, gar nix, ne? Toll. Gut, bis dann. Und, ach, die Artillerie hat gar nichts erreicht. Cool, die habe ich viel zu spät losgeschickt. Die wollte ich eigentlich für Danzig haben. Naja, jetzt braucht ihr auch nicht mehr hinfahren. Und euch will ich in Lodz haben. Naja, ihr könntet sogar noch rechtzeitig ankommen. Weil so lahm wie ich hier bin, so lang wie ich hier brauche, ja, naja. Dumm gelaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.